Ja, schönen guten Morgen zu den schrägen News der KW 7 in 2018. Was war denn die Woche so los? Es gibt Internet von SpaceX. Das Solarauto Sion von Sono Motor steht vor der Auslieferung. Es gibt einen Trick, wie man sofort an ein Model 3 kommt. Und die ersten Ergebnisse von meinem Ioniq-Test sind da. Aber am Anfang immer die Börsenkurse. Letzte Woche ja minus 13,8, ganz schlimm. Und plötzlich, zack, heute war mal wieder die Woche wieder auf Niveau, nämlich 280 hier. Seltsam, dass wir davor ja irgendwie hier unten waren. Da ist ein Sprung, den man hier nicht sieht übers Wochenende. Und die Woche dann aber nur minus 2,1. Nulllinie nicht gehalten. Wir sind aber wieder im Aufwärtstrend. Man sieht das hier in dem 6-Monats-Übersicht bei mir ein bisschen besser. Hier ist ja der Absturz gewesen wegen Börsencrash und verschiedenen Geschichten auf minus 20 und zack, wir sehen es, hier ging es dann wieder hoch am Anfang der Woche, vor allem auch durch eine ganz tolle Meldung, auf die wir gleich kommen. Spekulativ gesehen hätte man hier jetzt ganz schön Gewinn machen können mit der Tesla-Aktie, aber hochspekulativ würde ich sagen. Ja, auf der Fanseite folgende schöne Meldung habe ich dann noch als Abschluss zu der SpaceX-Aktion mit der Falcon Heavy. Also wer eine Rakete zum Mars fliegen kann, der wird wohl auch ein Model 3 produzieren können. Das sehe ich auch so, das sind einfach Dimensionen. Wir denken immer, das sind zwei Firmen. Das hat uns aber Elon Musk ganz anders gezeigt. Trotz allem hier Handelsblatt, komplett Karikatur, extra zum Fasching vom Elon Musk. Sie wissen nicht recht. Weil auf und ab beim Aktienkurs, ob sie die Aktie empfehlen sollen oder nicht, stößt der Mann, der kein Nein akzeptiert, erstmal an seine Grenze. Ich glaube nicht. Die nächste Aktion ist jetzt nämlich hier, SpaceX startet ein globales Internet. Das war wohl schon mal im Gespräch, hatte ich nicht so richtig mitbekommen. Sie wollen da 4.425 Satelliten in den Orbit bringen. Ihr seht es hier auf der Grafik, sodass ein globales Internet weltweit zur Verfügung stehen wird. Nee, nicht nur weltweit. Sie wollen das auf Mars auch machen und dann auch eine Verbindung zwischen Erde und Mars aufbauen. Globales Ziel von SpaceX, Besiedlung des Mars, aber jetzt hier auf der Erde auch Satelliten in den Orbit bringen mit ihren Falcon 9. Das wird wohl dieses Wochenende passieren, diesen Samstag heute. Mal schauen, soll uns schon die 2A und 2B, dann gibt es ja wohl 1A und 1B, gibt es ja wohl von dem Microsat schon, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, damit soll dann schon mal etwas funktionieren. Und sie haben sich jetzt vorgenommen, 9 Stationen zu errichten, beziehungsweise 6 Stationen, Bodenstationen, über die dann dieses Internet schon benutzt werden kann. Nämlich SpaceX erstmal, aber auch des Tesla Motors Headquarter. So, und jetzt ist natürlich die Vision, dass dieses globale Internetsystem weltweit verfügbar, ganz klar in den Tesla-Fahrzeugen auch verfügbar sein wird. Ganz andere Dimension, und hier ist dann genau das, was daraus auch folgert. Tesla wird wahrscheinlich einer der einzige Autohersteller sein, der seine Fahrzeuge dann weltweit über so eine Internetverbindung immer in Kontakt hat und das dann für Navigation, Autopilot und Software-Updates benutzen kann als Vorteil gegen die Konkurrenz. Also nicht nur das Ladenetz zeichnet Tesla aus, was ja jetzt die anderen Hersteller schon in Anführungszeichen nachbauen, auch so ein System. Ich hoffe, es wird wieder das Angebot geben an alle, das mit zu benutzen, wenn man sich finanziell beteiligen will. Ansonsten ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ich denke, das war auch der Ausschlag, warum die Aktie gerade wieder einen Trend nach oben hat. Ja, die Vision jetzt hier: Tesla, SpaceX, globales Internet. Das Tesla-Grinsen gibt es weiterhin. Hier ein Polizeiauto, ein Model X, umgebaut für die Polizei in Ontario. Und ihr seht, das Tesla-Grinsen, das hält weiter an. Und auch hier, ich glaube, bei dem Auto, vor allem bei unserem Kollegen Tesla Markus, wird es anhalten. Neue Bilder von dem neuen Tesla Roadster. Demnächst gab noch schönere. Ihr könnt noch auf die Links klicken und euch weitere angucken. Ja, wir sind ja hier eher auf Model 3 unterwegs. Was gab es beim Model 3 die Woche Neues? Es gibt auf jeden Fall einen Trick, wie man sofort, in USA zumindest, an ein Model 3 kommt. Man muss einfach als Bestandskunde jetzt nochmal sich registrieren, die 1000 Dollar abliefern und wird dann in den nächsten Tagen sofort kontaktet und kann sein Model 3 konfigurieren und dann auch demnächst bekommen.
Ja, ich hoffe, das ist das hier bei Tesla Markt der Artikel, beziehungsweise der Originalartikel hier unten bei Electrek. Ja, ich hoffe, das ist ein Fehler. Also, wenn das hier in Deutschland auch so ginge, dass die Leute, die jetzt nicht auf einen Account registriert haben, der schon einen Model X oder S beinhaltet, also kein Bestandsaccount war, dass die ihre Fahrzeuge später bekommen und diese Bestandskunden weiter bevorzugt werden, selbst wenn sie jetzt registrieren. Also, das muss abgeschafft werden, da stimmt was nicht. Ich hoffe, dass da Elon eingreift. Also, das kann nicht so weitergehen. Dann kriegen ja die anderen Leute eigentlich nie ihr Auto. Das gibt's nicht. Aber wenn ihr jetzt jemanden kennt in den USA, könnt ihr da mal schnell, das ist ja auch das Beispiel, zu einem Model 3 kommen. Und dann wahrscheinlich wird das auch so hier in Deutschland so laufen. Gehen ja auch erst die Autos an die Bestandskunden und dann an die Neukunden. Wir sollten noch mal nicht, ich glaube, Sascha hat eins registriert und die anderen Kollegen hatten, glaube ich, in ihrem Account auch schon ein Model X, oder? Weiß ich nicht, müssen wir mal nachforschen. Ja, auf jeden Fall gibt es da weiterhin Leute, die ihr Auto sofort schrotten. Das, glaube ich, ist der vierte Fall. Diesmal also Totalschrott, ihr seht es hier. Und boah, und die Kollegen sind ausgestiegen, die zwei, Fahrer, Beifahrer diesmal. Unverletzt, leichte Schnittverletzungen. Woher kamen die? Von dem gesplitterten Display, nämlich hier. Da ist wohl der Beifahrer mit der Hand dran gekommen, mit dem Arm, hat dann Schnittverletzungen gehabt. Tesla hat sofort darauf reagiert, hat gesagt, da muss eine Schutzfolie drauf. Und war, glaube ich, noch was Zweites. Sie haben das Handschuhfach nicht aufgekriegt nachher, weil das Display ja kaputt war. Da würde er auch ein Update machen, dass das Handschuhfach bei solchen Geschichten dann selber aufgeht oder zumindest irgendwie anders aufzumachen ist. Da gibt es ja keinen Knopf mehr dafür. Also da merkt man es auch, diese Entwicklung, wie das bei Tesla läuft. Man reagiert halt sofort auf irgendwelche Fehler und werden auch sofort dann behoben. Super. Und tatsächlich hier, viele haben auch gesagt, wo sie denn an den Unfallort wohl kamen, das hätte man in einem normalen Auto vermutlich nicht überlebt und zumindest nicht mit leichten oder gar keinen Verletzungen. Ja, das Auto ist also war scheinbar super sicher. Das wurde hier nochmal bestätigt. Schade ums Auto natürlich, ne? Wie geht's sonst weiter? Es gibt inzwischen wohl auch weiße Sitze. Hier ist ein Model 3 mit weißen Sitzen gesichtet worden. Das wäre natürlich nochmal schön für die Leute, die das mit den schwarzen Sitzen nicht so mögen. Ich bin auch nicht so hinter denen her. Weiße auch nicht unbedingt. Mal schauen, ob es noch was anderes gibt. Ansonsten die neuesten News natürlich wieder bei Ove, bei TNT Tesla. Er hat jetzt nochmal weitere Videos online gestellt mit Rolf zusammen. Und sie haben alles auseinandergenommen, seht ihr hier. Also ich zeige ja immer so Videos, wo ich vorne in die Elektroautos reingucke, in den Kofferraum und es sieht aus wie beim Verbrenner. Das ist bei Tesla im Grunde auch so. Mit dem einzigen Unterschied, dass die das hier so ein bisschen komprimierter machen und dann hier vorne halt den Frunk-Einsatz noch drin haben. Wenn ihr mal sehen wollt, was hinter diesen ganzen Verkleidungen ist, dann guckt bei Ove rein. Der hat auch nochmal getestet hier mit wie viel Platz man da hinten auf den hinteren Sitzen hat. Sieht wohl echt gut aus vom Platzbedarf und hat nochmal innen das getestet. Hat auch getestet, ob man in dem Model 3 sich reinlegen kann und schlafen kann. Geht auch. Also eine wahnsinnige Durchladefläche hat er da ermittelt auch. Super. 2 Meter. Mehr als 2 Meter geht nach vorne zu den Fahrersitzen, Beifahrersitz, je nachdem, wie man es eingestellt hat, aber ganz toll. Und auch nochmal auf Displays auch eingegangen im Detail. Möchte nicht so viel Werbung machen, der Kollege hat ja jetzt schon fast 8000 Abonnenten. Ey, Uwe, also du bist echt hier coole Sache. Aber schaut da rein, neben Björn Nyland ist das die einzige Quelle, glaube ich, gerade. Und das ist hier auch vor allem in Deutsch gehalten alles. Und der Rolf hat das Ganze nochmal in Englisch. Und Björn Nyland ist noch eine Empfehlung, der macht gerade auch sehr viel Model 3 Videos im Detail. Ja, schade, ne? Bis wir es hier bekommen, will da keiner was angucken. Ich habe nur eine einzige Chance gegenüber Ove. Ove hat nämlich diese seltsame Weitwinkelkamera ständig dabei und dann ist das Bild immer total verzerrt. Also da haben wir noch die einzige Chance, dass wir dann nochmal deutsche Videos mit Nicht-Fischei-Effekt machen. Aber wahrscheinlich will das dann inzwischen dann gar keiner mehr hören. Parallel zum Model 3 wird es in Deutschland auch das Solarauto Sion von Sono Motors geben. Von denen kam nämlich jetzt nochmal die Nachricht. Hier unten, jeder registrierte User. Inzwischen sind es 3.287 Vorbestellungen. Ziel war ja 5.000. Hat jetzt so eine Autoleiche bekommen mit einer individuellen Nummer drauf. Und die Woche, genau heute, ist auch nochmal ein Event. Ich kann leider doch nicht kommen. Ich dachte ja, ich könnte hinkommen, aber knapp bleiben wir nicht. Und die Auslieferung ist tatsächlich jetzt für Mitte 2019 weiterhin anvisiert. Das heißt, parallel zum Model 3 kommt auch der Sion auf die Straße mit
garantierten 250 Kilometer Reichweite und der Nachlademöglichkeit über die Sonne bis zu 30 Kilometer am Tag und vor allem diesen Wahnsinnspreis von 20.000 oder 16.000 plus Akku und vielleicht auch eine Akkumiete, wer weiß. Und mal gucken, was sie für einen Akku reinkriegen. Bin jetzt mal gespannt, ob das Wochenende tatsächlich noch irgendwas am Design gekommen ist. Es war ja ein bisschen unklar, was sie da noch machen. Viele hatten das Design ja nicht, hat es nicht so toll gefallen. Mal schauen, ob sie da noch was haben. Ein Update. Dann wahrscheinlich nächste Woche mehr dazu. Ja, so sieht die Originalkarte aus und meine Nummer ist die 1775. Demnächst mehr. Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an den Diesel. Das E-Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Nee. Wem das alles zu teuer ist mit dem Model 3 und so weiter und auch vielleicht auf so ein Sion setzt oder auf irgendein anderes Fahrzeug, der kann zumindest trotzdem Model 3 fahren, den man nämlich bei uns mitmacht. Natürlich muss man gucken. Ihr seht es hier, 66.000 geteilt durch 6 ist ungefähr unser Preis. 6 Teilnehmer, 2 Monate im Jahr kann man das Auto dann fahren, aber man kann es immerhin fahren und man besitzt es auch zu einem Sechstel. Wer da noch mitmachen will, gerne bei mir melden oder beim Andreas hier unten. Ihr könnt auch auf der Seite von Drive Tesla nochmal genau die Details angucken. Klar, wird jetzt alles 2019, aber gerne meldet euch da, damit wir ein paar Leute haben, wenn es dann darum geht. Ich vermute nämlich irgendwann Mitte bis Ende drittes Quartal werden wir ja offiziell bestellen müssen. Keine Ahnung, vielleicht auch erst ein bisschen später, aber wir brauchen auf jeden Fall mal Leute, die sich dafür interessieren. Dann können wir kalkulieren, wie viele Autos man tatsächlich über Drive Tesla 3.0 Model 3 dann da beteiligen können. Idee ist, ein maximal ausgestattetes Model 3 zu nehmen, ohne irgendwelche Abstriche, großer Akku, Dual-Motor, komplette Ausstattung, was halt dann geht zu dem Zeitpunkt. Wenn es euch interessiert, guckt da rein bzw. meldet euch beim Andreas. Wie geht es weiter denn bei den Herstellern, die im Moment noch Verbrennungsmotoren anbieten? Ja, ganz vorne Opel bei mir natürlich weiterhin. Das Auto, was ich auch von meiner Firma bekommen könnte, deshalb bin ich ja weiterhin hier am Suchen, neben dem E-Golf übrigens. Hoher Verbrauch haben wir jetzt festgestellt. Okay, man kann das vielleicht noch ein bisschen effizienter fahren, gebe ich zu. Aber mein Normalverbrauch war jetzt hier bei um die 20. Das ist ein bisschen viel. Das heißt, ich komme auf 350 Kilometer reale Reichweite, ist mit dem Auto möglich. 300 vielleicht im Winter, im Sommer mehr. Auf jeden Fall keine 520. Könnt euch die Videos nochmal angucken, die ich gemacht habe. Interessante Meldung ist eigentlich noch, dass Opel jetzt scheinbar mit GM nochmal ausgemacht hat. Sie kriegen nochmal doch die 360-Grad-Kamera, die es nämlich nur in den USA gab. Die ist nämlich super, die wollte ich echt haben. Und irgendwie eine andere Variante, die irgendwie komischerweise günstiger ist. Also die hat eigentlich die bessere Kamera da, die bessere Rücksystem, aber sie ist irgendwie günstiger. Irgendwas anderes haben sie rausgemacht. Ich weiß nicht, kriege ich das dann hier in dem Ultimate auch rein? Keine Ahnung, ich habe leider noch kein Ultimate-Modell wirklich gesehen, sondern nur die, die es vorher gab. Also irgendwas läuft hier noch bei Opel mit der Ausstattung, ist noch nicht verfügbar, sondern erst im zweiten Halbjahr. Muss man sich angucken, das wäre auch die Dimension, wo ich dann vermutlich erst bestellen könnte. Mal schauen, ob da noch was geht bei Opel. Ich möchte das Auto gerne noch mal ein bisschen länger testen, um auch eure Bedenken, die ihr da hattet, dass ich da falsch getestet habe, einfach noch mal zu zerstreuen vielleicht oder doch zu konkretisieren, wie es aussieht. Hier steht auf jeden Fall nichts davon, dass sie den ACC noch einführen. Also der fehlt mir auf jeden Fall nachher dann. Na gut. Zweite Meldung von Opel. Sie trennen sich ja jetzt von GM, sprich, sie werden dann keinen Zugriff mehr haben auf das Ampera E-Modell und deshalb wollen sie den Corsa als nächstes elektrifizieren. Natürlich erst 2020. Corsa, nochmal zur Erinnerung, das ist so ein kleines Auto, den gibt es auch mit 4 Türen. Ist auf jeden Fall kleiner als der Ampera E, auch niedriger, eher so sportlicher, sieht aus wie so ein gekürzter Ioniq vielleicht. Und das sind die Herren, die das dann da umsetzen wollen und das soll wo gefertigt werden? In Saragossa, okay, ja dann meinetwegen. Also es ist PSA jetzt. Aber 2020. Na gut, 2020 kommen ja alle, sage ich immer. Was gibt es denn sonst für Meldungen hier so? Ja, VW sieht es eigentlich sehr positiv hier. Ganz Haufen Leute haben ihre Umweltprämie da benutzt, ihre Diesel-Umtauschgeschichte. 150.000 Leute haben das in Anspruch genommen. Ich kenne auch sehr viele da, die da irgendwas gemacht haben. Die haben aber nicht unbedingt ein E-Auto gekauft, sondern vielleicht so ein Hybrid oder sowas. Ja, Audi in China oder wächst in China, wächst dank China, okay. Toyota hat auch eine ganze Menge Autos wieder verkauft.
Elektrifizierte Autos übrigens. Dieter Zetsche kommen wir gleich noch. Der ist auch an eine Grenze gestoßen. Er verdient einfach zu viel, weil Daimler hat ja auch wieder Mordsgewinn eingefahren. Ist er ja beteiligt und ist jetzt an den Deckel gestoßen. Jetzt kriegt er da doch nicht die volle Prämie, sondern nur so viel wie vorgesehen. Der Ölpreis ist gefallen. Das ist Mist. Warum? Ja, dann hat wieder keiner einen Anreiz, irgendwie eine andere Energiequelle hier als Antrieb zu benutzen. Wenn der Preis vom Diesel und vom Benzin nämlich sinkt, dann hat die Elektrolobby leider ein bisschen schlecht die Karten, weil der Preis steigt ja immer noch. Da muss irgendwie was passieren jetzt echt, dass wir da einen Ausgleich kriegen oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, es ist klar, die Förderländer wollen natürlich ihr Zeug auch loswerden noch. Interessant ist aber, alle stellen sich ja so langsam darauf ein, dass es irgendwie kommen wird. Wir haben hier bei uns in Kirchheim nämlich Recaro und Recaro-Sitze. Gibt es ja auf jeden Fall. Ich verwundere mich auch, dass im Tesla keine Recaro-Sitze drin sind. Die versuchen jetzt auch schon hier in China verstärkt vor allem verschiedene Sachen aufzubauen, dass sie mit chinesischen Händlern zusammenarbeiten und so weiter. Ja, man kann sich ja umstellen, ne? Also Elektroautos brauchen auch Sitze. Ja, ne? Vielleicht keine anderen Verbrennungskomponenten mehr. Genauso Zusammenarbeit hier nochmal verstärkt von Porsche und Audi bezüglich der E-Autos mit gemeinsamen Plattformen und so weiter. Ja, das wird die Zukunft sein. Was gibt's weiter bei mir so? Wir haben natürlich weiter das Problem hier von den Grenzwerten in Stuttgart. 22. Februar ist da die nächste Entscheidung von irgendeinem Gericht, ob diese Städte München, Düsseldorf, Stuttgart stehen da ganz vorne, ob die jetzt doch Fahrverbote aussprechen müssen und für was? Für die älteren Diesel vielleicht erstmal oder für alle Diesel, wer weiß. Auf jeden Fall bei uns ist immer ein Auf und Ab hier. Höchster Grenzwert gemessen, dann endet wieder der Feinstaub, aber inzwischen wieder über der Grenze. Also werden wir wahrscheinlich nächste Woche wieder Feinstaubalarm haben. Kann man Fahrverbote überhaupt vermeiden? Wie sieht das aus? Da gibt es verschiedene Ansätze auch. Und der Idee war dann, wir machen mal den Nahverkehr kostenlos gratis. Dann fahren vielleicht weniger Leute mit dem Auto, weil bei uns ist der Nahverkehr gar nicht günstig. Also ich fahre mit dem Auto wesentlich günstiger darum. Das wäre vielleicht eine Idee. Kommentare sind da erst gegensätzlich, völlig realitätsfremd. Puh, geht überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite macht Flixbus jetzt einfach mal die Filme schauen kostenlos. Flixbus ist eh sowas. Also ich verstehe gar nicht, wieso so ein Busverkehr überregional funktionieren kann. Die stehen auch alle im Stau ständig. Aber warum? Weil es so günstig ist. Mit der Bahn komme ich so günstig nicht von A nach B, von Stuttgart nach Hannover, aber mit dem Flixbus komme ich da unter 30 € dahin, 20 € je nachdem Nacht, und ich kann über Nacht fahren sogar. Und das ist ein komfortabler Reisebus und jetzt sogar demnächst, also Internet haben sie ja sowieso schon und Strom, demnächst noch kostenlos Filme angucken. Es ist wirklich die Frage, mit was wir jetzt irgendwie vorwärts kommen. Ja, also ist es alle Möglichkeiten in Deutschland eigentlich da, bloß teilweise zu teuer, zu umständlich. Ja, Next Step ist hier tatsächlich, dass viele Autobauer jetzt langsam Muffesausen kriegen. Daimler kriegt Muffesausen wegen irgendwelcher Rechtsfälle, die sie da anhängend haben. Und auch die teuren Vorstandshonorare hier. Okay, aber vor allem, weil sie hier irgendwie Angst haben, ja, LKW-Kartell kommt ja auch noch und was nicht alles. Und sie wollen da auf jeden Fall mal die Rückstellungen erhöhen. Es gibt nämlich 55% mehr E-Autos. Das ist jetzt allen klar. Und deshalb, die normalen Händler kriegen langsam Existenzangst. Die Kfz-Gewerbe, wie man so schön sagt. Das Verbrenner-Kfz-Gewerbe natürlich. Weil sie nämlich zum Beispiel ihre alten Diesel nicht mehr loswerden. Und sie sind halt auf die Verbrenner eingestellt. Ihr müsst euch jetzt umstellen auf Elektrofahrzeuge. Die dort einsteigen, die werden in Zukunft auch noch Kunden haben. Die anderen, da wird es natürlich runterlaufen. Das wird so nicht weitergehen. Also, aber ich kann es als Existenzangst nennen. Ich kann auch sagen, wir sind vor der Umrüstung, vor dem Umbau. Ja, ihr werdet jetzt erstmal alle Diesel nachrüsten müssen. Genau. Und danach ist vermutlich dann, bleibt ihr auf euren Autos sitzen. Weiß ich nicht. Man muss sich halt bewegen da. Das wird nicht so weitergehen. So, jetzt noch zwei Sachen, dann fehlt es hier. Dann kamen keine Meldungen mehr, aber die habe ich echt da noch reingehängt. Eigentlich war die Idee hier, dass der Anstieg die weitere Erhöhung der Energiekosten, vor allem der Stromkosten, sollte hier eingegrenzt werden. Leider steht hier unten, in einigen Regionen wird man weniger zahlen, in anderen mehr. Und wir sind wohl die Region wieder, wo man mehr zahlt, weil EnBW meint, wir müssen den Grundpreis um 4% erhöhen.
Ich habe ja sowieso schon immer was gegen EnBW und die Ladesäulen von denen. Die wollen ja richtig Geld verdienen. Also die 30 Cent die Kilowattstunde kriege ich von denen an der Ladesäule nicht. Die wollen mindestens 50. Und dann immer so komische Pauschalen von 5 Euro, wo ich immer ausrechnen muss, dass ich mindestens 1,5 Stunden da stehen muss, damit sich's lohnt. Ich weiß nicht, da muss irgendwie was passieren. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt. Müssen jetzt für die Elektrofahrzeuge, muss es günstigeren Strom geben, der vergleichbar subventioniert wird zum Diesel oder Benzin. Das geht so nicht weiter. Also da muss echt jetzt was passieren. Weil sonst habe ich nachher das Problem, dass mich ein Elektroauto wesentlich mehr kostet im Unterhalt als ein Benziner oder Diesel. Dieselpreis sinkt, E-Preis wird erhöht, Strompreis wird erhöht, das geht gar nicht. Schauen wir mal, wie das weitergeht, weil wir sind ja echt auf der Suche nach den neuen Technologien. Was steht da an? Autonomes Fahren ist da wieder das Thema. Hier ein schöner Artikel, ein Heise drin gewesen die Woche. Leider haben die das hier ein bisschen seltsam verdreht auf der einen Seite. Man hätte zwar, die Leute wollen schon autonome Autos, aber sie haben die Angst, dass am Anfang vielleicht die Unfallhäufigkeit abnimmt, danach aber wieder steigen wird, wenn jetzt nämlich sehr viele autonome Fahrzeuge unterwegs sind und die sich dann gegenseitig rammen oder ich weiß nicht, oder ausfallen, das nicht können oder was auch immer. Ja, da bin ich ein bisschen auch im Zweifel. Es wurden 1000 Personen irgendwie hier in China, Deutschland und USA befragt. Gut, ich fand das jetzt auf der Seite selber ein bisschen interessanter, dass zum Beispiel 3 von 4 Leuten sagen, ich bin dafür, deutsche Autofahrer übrigens hier, könnte mir vorstellen, mit Autopilot zu fahren. Das würde die Sache ja mal in die richtige Richtung gehen. Und das hier, das war nämlich nochmal sehr interessant für mich. Wem würden Sie das eigentlich zutrauen? Welchem Hersteller trauen Sie zu, ein autonomes Fahrzeug zu bauen? Da steht nämlich Tesla nur mit 10% da. Die trauen das vor allem Mercedes und BMW zu. Und dann Audi. Und dann erst VW übrigens. Hahaha. Also Mercedes steht ganz, ganz vorne. Und welchen Autopilot habe ich überhaupt nicht getestet? Den von Mercedes. Einige Zuschauer haben mir ja schon angeboten, mit ihrer E-Klasse mal mit ihnen zusammen das anzugucken. Muss ich mich wohl darum kümmern, was bei BMW jetzt ein Autopilot sein soll, weiß ich nicht, welches Fahrzeug da prädestiniert ist. Oder bei Audi. Audi habe ich schon mal ein bisschen angetestet, zum Beispiel zumindest der e-tron. Aber Mercedes leider nicht und bei BMW nur den i3, ne? Und noch den 225 XE. Okay, weiß ich nicht, aber in den größeren Klassen muss es ja auch ordentliche Autopiloten geben. Tesla weit abgeschlagen. Also Tesla muss jetzt echt nachlegen dieses Jahr mit Autopilot-Geschichten. Das geht so nicht weiter. Ja, aber ich würde sagen, gar nicht so negativ finde ich das jetzt hier. Aber ihr könnt die Studie ja selber mal durchgucken, was ihr dafür. Und ein schönes Bild haben die da rein gemacht, ne? Ja, bei uns geht es weiter, auch mit Autopilot und Model X fahren dann im April. Meine Aktion läuft ganz gut an. Haufen Rückmeldungen schon. Von einigen habe ich noch nicht genau, wo die wohnen. Habe auf jeden Fall mal einen Terminplan gemacht hier, was möglich ist. Erster Termin ist die iMobility-Messe in Stuttgart. Weiß noch nicht, ob da was organisiert wird. Ansonsten am Rande davon kann man sicher was machen. Dann ist auf jeden Fall am Technikmuseum in Sinsheim so eine Aktion hier am 8.4. Da habe ich mich zumindest mal angemeldet. Weiß auch noch nicht genau, was dann dort tatsächlich stattfinden wird. Und habe jetzt mal für den 14. einen Termin vorgesehen, dass man sich nochmal in Weilheim treffen kann. Bei mir hier direkt. Vielleicht vormittags und nachmittags. Das ist ein Samstag. Dann fahren wir ja nach Hannover auf jeden Fall zur HMI. In Hannover habe ich auch gedacht, könnte man was machen. Natürlich könnte man auch auf der Fahrt was machen, jetzt hier bei den verschiedenen Superchargern. Wenn ich genau mal festlege, wann ich wo bin, wäre auch ein Treffen möglich. Und dann natürlich in Hannover selber auf der HMI, Hannover Messe oder im Rahmen der Hannover Messe in irgendeiner Form. Das sind die Zeiten, wo ich dachte, auf jeden Fall dort zu sein. Das ist Montag bis Mittwoch. Ja, aber da kommen noch mal nähere Infos. Klar, ihr könnt gerne mal eine Rückmeldung mir geben, wenn jemand sagt, ja, da und da und da wäre für mich interessant, dass man mal so ein bisschen einen Überblick schon kriegt. Dankeschön dazu. Ich bin ja jetzt gerade unterwegs mit dem Strominator und habe gerade den Ioniq im Test und nächster Test ist auf jeden Fall mit dem e-Golf. Ich hoffe aber immer noch ein Ampere-E mal für eine Woche zu kriegen und dann auch hoffentlich für ein paar Tage mal den Leaf 2, wenn verfügbar. Ioniq-Test ist am Laufen. Ein paar Videos sind schon veröffentlicht hier und ich teste auch diese neue App da vom Tobi, die SOC-Hack oder SOCHAK-App, wo man dann online sieht, was das Auto gerade geladen hat oder wenn es lädt. Zeige ich euch dann nochmal in einem der nächsten Videos, weil das Auto leider keine Online-Verbindung hat im Moment. Und hier sind mal die ersten Verbrauchswerte für euch.
meine Praxisrundfahrt auf die Schwäbische Alb, die ich eigentlich mit vielen Autos gemacht habe, ich muss da mal eine Gegenüberstellung machen, war das Auto bei 15,7, war jetzt gar nicht so ein toller Wert, aber für Winter auf jeden Fall noch sehr gut. Und ich habe jetzt mal meine tägliche Strecke zur Arbeit gecheckt. Also hin und zurück sind das immer so um die 60 Kilometer. Ihr seht, das weicht nicht so arg ab, außer ich fahre Nebenstrecken. Super Sportmodus. Also wenn man maximal Power auf der Autobahn gibt, so mit 170 da lang rast, dann bin ich bei 23. Immer noch sehr schöner Wert eigentlich. Kann man aber, seht, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist dann höher. Im Grunde da unten bringt das gar nicht viel, 5 Minuten. Also der Normalmodus, einfach mal so langfahren, nicht viel bei denken, Klimaanlage ganz normal eingeschaltet und Rekuperierung auf 3 und nichts segeln und so, bin ich war ich bei 16,8. Wenn man dann ein bisschen mehr guckt danach mit Eco und gerade segeln so ein bisschen und nur rekuperieren, wenn es wie es geht, komme ich auf 15,5. Und wenn ich alles ausschalte, vor allem die Heizung im Winter nicht so toll, komme ich sogar auf 13. 13 kW pro 100 Kilometer, ganz toller Wert. Also das Auto ist echt hocheffizient. Seht ihr nochmal die anderen Durchschnittsgeschwindigkeiten, Strecke dazu und Zeiten. Also bis zum Öko-Bereich ist das eigentlich ziemlich gleich. Und da bringt es überhaupt nichts, mit Vollgas zu fahren oder irgendwas. Öko auf der Heizung habe ich auch nicht gemerkt, dass es jetzt schlechter heizt. Also das wäre jetzt hier wirklich ein Wert. Super im Winter. Also die beiden Werte hier, ganz tolles Auto, muss man echt sagen. Also für meine Strecke optimal. Ich kann zweimal hin und zurück fahren und dann muss ich aufladen. Wäre also echt ideal, das Ganze. Auf Langstrecke bin ich ein bisschen im Zweifel, das muss ich mal kalkulieren. Von hier 500 Kilometer, 550 Kilometer mit diesem Ioniq nach Hannover zu fahren, wie oft man da aufladen muss, wie schnell man da fahren kann. Und das dann im Vergleich zum Beispiel zu einem Ampera E mit schlechter Ladeinfrastruktur. Müssen wir mal abchecken. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Jo, und als Schluss am Ende habe ich euch mal was mitgebracht von den Winterspielen hier. Da gab es nämlich nebenher in Südkorea auch die erste Mal das erste Roboter-Skirennen. Ja, und ansonsten verabschiede ich mich von euch für heute und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, was die hier so bringen noch. Ich dachte, die fahren wenigstens Kurven. Das war jetzt hier nicht so richtig sichtbar, aber die müssen eigentlich einen Slalom fahren. Keine Ahnung, ob man das irgendwo da sieht. Ich hoffe doch, dass man da irgendwo. Auf jeden Fall haben die alle Kameras dabei, verschiedenste Technik da drin hier. Rapid Prototyping-Teile, wie es aussieht. Skier unten dran und Skistöcke sogar. Und die Kleidung ist natürlich optional und einen Helm haben sie nicht. Boing! Na cool. Sie crashen auch manchmal genau. Aber einige können das auch. Guck mal, die fahren einen sauberen Flug hier runter. Na, na. Uah, und jetzt bremsen können sie nicht. Buff. Ja, aber das ist die Zukunft hier. Robotertechnik, ganz klar. Robotertechnik in allen Bereichen. Das ist natürlich jetzt eher Fun. Aber im Industriebereich ist das sicher ein Thema. Roboter.